Wie versprochen. Der andere Rainer Kunz, über 90-jährig, 33 geboren und im Gegensatz zu Rainer Kirsch lebt er noch. Ich weiß nicht, ob er noch schreibt. Ich hoffe es. In meinem Gedichtband heißt das letzte Gedicht in diesem Gedichtband Deutsches Gute-Nacht-Lied. Die Wiese ist geschoren und hätte sie zwei Ohren, wäre sie ein Schaf. Der Sommer hat begonnen und ist schon halb gewonnen. Im Heuduft kommt der Schlaf. Und Gras und Wolle wachsen. In Bayern wie in Sachsen, der Wiese und dem Schaf. Schlaft gut. Bis morgen.